So, hi und hallo mal wieder. Ja, mal wieder eine ganz, ganz außergewöhnliche Unboxing-Geschichte hier bei mir. Und warum? Weil ich glaube, auch dieses Jahr kommt der Sommer. Und dann kann man so ein Gartenwerkzeugset gut gebrauchen. Das ist ja nicht nur für den Garten, das ist ja auch für den Balkon, Terrasse, Garten, Friedhof und, und. Das ist ja kleines Gartenwerkzeug, sag ich mal dazu. Und wenn ihr gleich den Preis hört, der ist einfach nur top. Aber jeder, der im Balkon, Terrasse oder auf dem Friedhof immer ist, der weiß, man kauft sich jedes Jahr neu praktisch. Man sieht wieder was, oh, hat schön Holzgriff. Ein Jahr später, weil man das im Winter weggepackt hat, ist das Holz aufgequollen, morsch, verfault oder eben Edelstahl. Geht noch, aber alles andere, man kauft sich immer was Billiges, das ist einfach so. Und dann nach ein Jahr später kauft man sich's eh noch mal. Und wenn ihr gleich diesen Preis hört für das Viererpaket, also Viererset, und was das jetzt alles da drinne steckt, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Also, das ist von Black & Decker ein Gartenwerkzeugset. Und ihr seht es schon, eine normale Schippe, eine Spitzschippe oder Spaten, ein Rechen, so die Blätter aufsauen und ein Kniebrett. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Kniebrett. Kann man immer gebrauchen, zum Beispiel in Friedhofsachen, in Garten und, sowieso. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das euch jetzt gerne zeigen. Mal weg. Was jetzt sofort ins Auge sticht. Werbung muss sein, ne? Black und Decker. Aber das richtig hartes Styropor-Gummiartiges für den Knie. Und hier vorne seht ihr schon, man drückt es durch. Und dann hat man ein Brettchen. Praktisch für die Knie. Nicht schlecht, dann versaut man sich die Knie nicht, wenn man irgendwo hingehen muss. Ich sage jetzt mal Beispiel, Friedhof schnell hin, aushaken, es passt. In Garten schnell hin, Balkon braucht man es weniger, Terrasse, relativ, aber es ist top, es ist dabei. Dann seht ihr hier schon, muss ich natürlich jetzt mal eben eine Schere besorgen. Alles durchschneiden. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich sage jetzt mal, das ist die normale Schippe. 10 cm mit Zentimeter Maßanzeige. Richtig gut. Drücken oder so. Rausziehen kann man sie nicht. Richtig stabil. Das ist so Plastik mit Gummiüberzug. Fühlt sich ganz angenehm an. Ich kann mir auch vorstellen, wenn das nass wird, einfach nur abtrocknen. Bleibt angenehm. Hier eine kleine Auskerbung. Und warum? Wenn man jetzt fester zustechen muss im Boden, man kann nicht reinrutschen. Meistens. Einige kennen das Problem, dann rutscht man mit der Hand darüber und schneidet sich hier irgendwo. Und wie ihr seht, hier kann es nicht mehr passieren. Die Qualität, die wiegt was, ist auf jeden Fall gegeben, muss man dazu sagen. Dann natürlich, wie ich jetzt dazu sage, den Spaten. Auch 5 Inches. Oder 100 Milliliter. Ah, damit kann man Sandkörner und sowas alles direkt ausmessen. Das ist auch nicht schlecht. Und natürlich auch wieder der Schutz, der Rutschschutz, wenn man fester zustechen muss im Boden, weil es härter ist. Es passt wirklich. Man kann nicht abrutschen und ist auch angenehm anzufassen, ist ja derselbe Griff.
Doch, es passt. Und dann natürlich noch die Blätter zum Raushaken. Genau derselbe Griff. Und wie ihr seht, schön geformt. Das heißt, und stabil. Fallen alle Sitze zurück. Nach der Zeit natürlich nicht, wenn ihr zu feste drückt, ist ganz klar. Das Problem kennt ihr, aber es passt. Schöne Farben, schönes Design, muss man echt sagen. So, und jetzt kommen wir zu dem Preis. Viele denken sich jetzt, ui, Black & Decker, schönes Design, fühlt sich hochwertig an. Das wird bestimmt richtig Geld kosten. Nein, es kostet nicht viel. Ja, ihr hört richtig, es kostet nicht viel wie das, was man sonst immer ausgibt. Für diese vier Teile zurzeit 9,95 Euro oder 99. Keine 10 Euro. Und das ist top in meinen Augen, muss man echt sagen. Es gibt eine treue Prämie im Moment vom Black & Decker. Wenn man 40 Punkte sammelt, kriegt man es 49% billiger. Seht ihr, für 9,99 Euro das Vierer-Set. Das richtig top. Die Qualität möchte ich mich jetzt nicht. Die ist da. Das Angebot musste ich mir natürlich sofort mitnehmen für 10 Euro. Weil ihr kennt es selber. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie oft oder ihr euch was Neues holt für einen Garten, Balkon, Terrasse oder Friedhof. Meistens jedes Jahr. Einige sogar zweimal im Jahr. Wollen wir doch mal ehrlich sein. Weil es dann schon wieder kaputt ist. Aber das richtig fest, muss man echt sagen. Das sowieso. Spaten und Schippe, wie ich jetzt dazu sage, fühlt sich richtig hochwertig an. Richtig stabil. Deswegen konnte ich auf keinen Fall dran vorbeigehen. Das ist einfach so. 10 Euro, das passt. Schreibt immer natürlich jetzt in die Kommentare, wer es schon kennt, wer es schon hat oder wie ihr es findet. Auf jeden Fall. Der Preis könnte mir ja auch was dazu sagen, weil für dieses Viererpaket 10 Euro zurzeit top. Ich werde mir natürlich noch was anderes gönnen. Die Scheren zum Beispiel, die Gartenschere, einmal die bis 30 mm und dann ab 30 mm mit den Langstielschere. Werde ich natürlich auch hier unboxen. Ohne Frage, weil ich bin mir sicher, der Sommer kommt. Dann braucht man sowas wieder. Glaubt es mir. Ich kenne das. Jedes Jahr dasselbe. Och. Och. Und was ist? Man holt sich irgendwo in Baumärkten Mitbringsel, wo es billig ist. Man legt immer 10er oder 20 sogar teilweise hin. Und dann ist eh kaputt. Das hoffe ich natürlich, dass es jetzt länger hält. Wer es schon kennt oder wer es schon hat, möge mir gerne unten kommentieren, wie lange er es schon hat. Wenn nicht für mich, dann für alle andere. Also das war jetzt mal wieder ja, eine Werbevideo von mir, was ich mir mal wieder gegönnt habe, was ich richtig toll finde. Ich habe es gemacht. Vielleicht ist ja da draußen einer, der sowas auch gebrauchen kann. Wie gesagt, sowas kann man immer gebrauchen, wer einen Balkon hat. Terrasse sowieso. Garten oder, so leid es mir tut, öfters mal auf den Friedhof gehen. Das ist einfach so. Da braucht man auch immer was Kleines. Man hat ja nicht immer so große Sachen mit. Und wenn man jetzt überlegt, es ist nicht sperrig. Man kann sich eine kleine Tüte nehmen oder eine Tasche. Oder man tut es, die meisten tun es ja sowieso hinter den Grabstein, aber es passt. Immer eine Tüte drin, ist es sogar noch geschützt. Ihr seht, es hat nicht viel Gewicht. Es ist klein und vor allen Dingen sicher, wie ich es finde. Und robust. Also, das war's jetzt nun. Das Black und Decker Garten Werkzeugset. So heißt es. Für 10 Euro
Ihr schreibt mir natürlich jetzt alles in die Kommentare. Für mich war es das jetzt wirklich und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.